So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Und wir haben einen Draft-Booster, Commander Legends, Baldur's Gate, die Schlacht um Baldur's Gate. Ich habe festgestellt, man kann mehr als eine Rare drin haben. Und zwar bis zu 4 Rares in einem Draft-Booster. Was ich ein bisschen strange finde. Und ich weiß noch nicht, ob die Common Foil oder die Rare Foil damit gemeint ist. Dementsprechend können wir vielleicht sogar 5 haben. Wir haben eine Kopie. Und wie immer, 20 Karten, bisschen mehr, Video dauert ein bisschen länger, damit müsst ihr durchkommen. Wir haben Anführerin der Tyrannos, Mensch Kleriker, leider kein Dino. 2 Mana, 2-2, des Tyrannos, das ist anscheinend kein Tyrannosaurus Rex, das ist ein Gott. 3 Mana bis zu 2 Kreaturen erhalten, +2/+2 Flugfähigkeit. Anrufer des Baal, 3 Mana, 4-2, für 8 Mana fügt er jedem Gegner 4 Schaden zu. Damit habe ich im Pre-Release jemanden getötet. Schuppige Behüterin, Drache-Druide. Wer kennt sie nicht, die Drachendruiden? 2 Mana 0-2, tappen für Mana beliebiger, für ein grünes Mana. Wenn wir einen Drachenzauber damit wirken, halten wir 2 Lebenspunkte. Das ist nicht bad. Kenuk, Magieschmiedin. Kenuk ist noch Vogelhandwerker. Oh mein Gott, das ist ein Rabe, sehe ich jetzt erst. 3 Mana 1-1, Homunculus-Diener. Wenn der Kenuk, Magieschmiedin. Ja, wenn die Kenuk Magieschmied, ich wollte schon sagen, ins Spiel kommt, legen wir 3+1/+1 Marken auf einen Nicht-Kreaturen-Artefakt unserer Wahl und es wird ein 0-0 Homunculus mit Flugfähigkeit. Nett. Grausiges Todestyrannen-Ding. Das ist ein Beholder, 6 Mana 6-5. Wenn er ins Spiel kommt, wählen wir Auflösungsstrahl. Wir zerstören eine Verzauberung, die ein Gegner kontrolliert und wir verlieren Lebenspunkte heute mal. Wow. Das Verzauberungszerstörung in schwarz. Oder wir haben den Todesstrahl, Kreaturen, die kontrolliert ist ein Todesschlag. Todesschlag. Todesverführung. Berührung. Bis zum Ende des Zuges. Wow. Klippentor. Kommt getappt ins Spiel. So wie dieses Spiel kommt, wählen Farbe außer Rot. Wir kriegen ein rotes Mana oder ein Mana der bestimmten Farbe. Auge der Pilger. Das sieht so strange aus, dieses komische Stachelschwein hier. Oh mein Gott. 3 Mana 1-1 fliegen, wenn ein Spiel kommt, suchen wir einen Sekt am Standardland und nehmen es auf die Hand. Was ist denn mit diesem Backlog? Bronzevarus, wie geil das einfach aussieht. 3 Mana 2-2, wenn ins Spiel kommt, machen wir Hellsicht 2, tappen für Mana beliebiger Farbe. Oh mein Gott, ey, es ist so. Ah, dafür liebe ich ja D&D, für die ganzen Sachen. Vertrauter Pseudodrache. 3 Mana 2-1 fliegend, für 3 Mana kriegt der Flugfähigkeit des Messers. Pseudodrache. Geil. Chadrialendrache. 6 Mana 4-4 fliegt. Blöd ja nicht. Standhaftes Einhorn, 1 Mana 1-2, für 4 Mana kriegen Kreaturen, die wir kontrollieren, +1/+1 und Wachsamkeit bis zu Ende des Zuges. Aktiviere diese Fähigkeit nur während deines Zuges. Ja, cool, für Ojutai, mega. Nur die Gutherzigen dürfen den Lebensraum eines Einhorns betreten. Tiamat Fanatiker, 5 Mana 4-3, Eile mit Myriade. Immer wenn die Kreatur angreift, kriegen wir für jeden Gegner, den wir haben, einen angreifenden Token davon, der am Ende des Zuges geopfert wird. Der Gesichtslose. Das ist wichtig. Der Gesichtslose ist eine 5 Mana 3-3, der einen Hintergrund bestimmen kann, der aber auch ein Hintergrund ist. Und falls der Gesichtslose der Kommandeur ist, bestimmen wir eine Farbe. Der Gesichtslose hat die bestimmte Farbe. Der ist praktisch für den Piper drin, als Token zum Draften. Cool ist halt, dass er ein Hintergrund ist und einen Hintergrund bestimmen kann. Nicht schlecht. Dann haben wir einen Gedankenstein. Wow. Das ist ein hübsches Artwork für einen Gedankenstein. 2 Mana tappen für ein farbloses 1 Mana den Opfern ziehen eine Karte. Der war damals richtig teuer, der Mindstone. Richtig teuer. Viehschmuggel, lol. 2 Mana spontan Zauber, wir würfeln einen W20 und schicken eine Kreatur ins Exil. Der Beherrscher erzeugt einen 4-4 Ochsen, einen grünen Wildschwein oder 0-1 Ziege. Geil. Ich liebe es. Tragnos, der Schlechter. 5 Mana 3-4 Trampel. Immer wenn er angreift, verdoppeln wir die Stärke von einem Drachen, die wir kontrollieren. Zadir, Ruferin der Kleinen. 3 Mana 3-3 Orke Waldläufer. Trampelschaden. Immer wenn ihr dem Spieler Kampfschaden zufügt, erzeugen wir für jeden Spielstand, den wir kontrollieren, ein 1-1 weißes Kaninchen. Kaninchen. Abgehärteter Sonderling ist unser Hintergrund. 2 Mana, eine Verzauberung, Kommandeurkreaturen, die wir haben. Immer wenn diese Kreatur dem Spieler Schaden zufügt, angreift und kein Gegner mehr Leben hat, kriegt die +X/+X, so bei X die Stärke dieser Kreatur. Okay, krass. Und widerspiegelnder Teich. Ah, Reflecting Pool ist unser Rare, okay. Tappen für Mana beliebiger Farbe, das ein Land kontrolliert, das du besitzt, also machen könnte, was du besitzt.
Und wir haben noch eine Rettungskampagne. Drei Mana würfen wir 20, wir kriegen 2-1-Einsatz, 2-2-2 oder 3-2-2. Ja, soviel zum Draft Booster. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Hab Glück. Ciao, ciao.